Moinsen Pamarillos, mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf Fraps Play. Weiter geht's mit Uncharted 3. Wir sind hier in dieser U-Bahn stecken geblieben. Oder stehen geblieben. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, in der U-Bahn, habe ich doch gerade gesagt. Hab nie gesehen. Du hast noch nie eine U-Bahn gesehen? Ja, Bahnhof oder sowas. Ja, ja, das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Oder noch älter, was ist denn das? Ja, wenn man glaubt, seltsamer wird's echt. Krasser Scheiß wie Busta Rhymes. Wir müssen jetzt erstmal weiter hier. Wo geht's denn lang? Ah, da ist ein Loch in der Wand. Schön beleuchtet. Sieht nach einem Eingang aus. Zurück. Erledige sie leise. Oh shit, oh shit. Den hab ich. Wow. Okay, der ist tot. Noch ein paar Luftschläge verteilt. Na los. Die sind sicher hier durch. Ja, ich gehe mal davon aus, wie kam er daher? Wow. Dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Ja. Die Tudors. Kennt man doch. Gab doch mal eine Serie. Oder gibt eine Serie davon. 16. Jahrhundert. Nach oben. Leise, Nate. Ah, ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Ich glaube, ich kann mich dunkel daran erinnern. Ja. Ich weiß wieder. So, ganz langsam. Jetzt geht's los. Die Blutflecken von denen. Miese Breeze. Nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Haha. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Düdüm. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Oh, dem springe ich auf den Kopf. Zweimal, genau in die Richtung. Und ihr geht weg. Du auch, nach da. Ich kann gut Gebärdensprache, deswegen habe ich das mal gerade übersetzt. So, drücken Sie den linken Stick nach vorne und X, um über eine Deckung zu springen. Und mit Kreis um runterfallen. Okay, der ist Matsch. Alter. Ich nenne diesen Trick, den Poetry Slam. Hi, Dude! Oh. Oh, der hat eine Waffe. Aber ich habe auch eine Waffe. Ist hier noch jemand? Ach nee, okay, das ist mein Kumpel. Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Ja, aber das Dingsbums hat sie mitgenommen, oder? Sieht aber gemütlich aus hier, haben sie schön eingerichtet. Viele alte Sachen, Schriftrollen und Bücher und ein Haufen Kerzen. Und was ist da in diesen Dosen drin? Bilou, Pflegeshampoo. Und was haben wir denn dann noch? Nichts. So, wo muss ich denn hin? Tell me! Okay, Dreieck drücken soll ich. Ah, was ist das denn? Seht euch den ganzen Kram an. Alter, der Tiger da oben, guck mal, geil. Nee, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ach, da liegt's ja. Libanon, Syrien. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Das ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie?
Ja, sie. Sie? Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Klar. Steck ihn rein! That's what she said. Okay. Na dann los. L. O. H. D. N. Loden? Was denn? Das heißt, Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Ach, halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wie kommt er da drauf? Wir finden. Okay. Was suchen wir überhaupt? Keine Ahnung, ich schaue in das Golden Buch. Hind. Das Drake's Ship, The Golden Hind, okay. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey, ein Ort, an dem du nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Natürlich. Da oben! Ich hab's gefunden. Ich hab sie. Wo? Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Figur von Drake's Schiff. Ja, ich sehe da schon, dass ich da hochkomme. Also, nicht... Ich habe keine Ahnung, wie. Muss ich vielleicht hier hochklettern? Haha! Ich bin so schlau! So, und dann kann ich nämlich da oben an diesen... Genau dahin und dann... Alter, das schafft ihr doch niemals. Achso, doch unten. Ja, okay, unten schafft das hin. So, Dreieck. Süße Knopfaugen. Ja, und jetzt... Das ist eine Falle. Scheiße. Sind hier in Deckung. Und sonst? Nein, 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 nein. Oh, oh. Shit. Oh, das ist die Karte. Einstecken. 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 Oh Gott, der braucht ja ewig dafür. Nate, wir könnten hier Hilfe brauchen. Los, Nate, komm schon. Was machst du? Nicht das Buch und die Chiffrierdisk. Ich hab keine Munition mehr. Ich habe keine Waffe mehr. Verdammt. Gib mir Feuerschutz. Attacke. Warum geht die Munition aus? Nehmt ihre Waffen. Ja. Oh. Geil, die Waffe gefangen von dem. Sehr geil. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ne, das war's, ne? Okay, vollgeladen ist. Und jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Da hoch? Ne, da hoch ist blöd. Wir gehen einfach den Weg, den wir gekommen sind. Oh shit, da kommt doch jemand. Das Fadenkreuz ist neu, guck mal. Und man kann endlich wieder Kopfschüsse machen. Im zweiten Teil ging das nicht mehr so einfach. Sehr geil. Ach du ja, ist klar. Wie viel... Haben die einen Schneider ausgeräumt? Oh Mann. Okay. Ja, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Lauft einfach weiter, wir finden einen Ausgang. Stirb! Stirb, bleib stehen, du. Ja, den habe ich voll zwischen die Augen gezielt. Dem auch. Was ist das da für einer? Der ist aber mutig, sag mal. Okay. Was ist mit dem Typen mit dem Laser? Wo sind die hin? Ma, wo ist es nicht? So, jetzt muss ich aber mal gucken. Ich habe Munition. Was ist das denn? Ja, geilo. Mal was Ordentliches. So, Brudis. Wow! Also ein Schalldämpfer wird der Waffe mal ganz gut tun. Wir treffen
Alter, zieht die, ey. Geh mal da weg. Oh! Fuck, 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 fuck. Oh. Scheiße. Nein, um die Ecke. Fuck, 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 fuck. Okay, den habe ich erwischt. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinkommen lassen. Sehr schön. 4 Schuss habe ich noch. Zeig dich! Oh, wo ist der hin? So, das Ding ist leer. Pistole raus. Pistole, die regelt einfach. Pistolen, die darf man nicht unterschätzen. So, was haben wir denn da? Ein Laserschwert. So, noch mehr von der Wumpe. Bisschen nachladen? Nee. So, da haben wir noch einen Pistolenschuss. Mensch, der hat der Munition für 3 Wochen mitgenommen. Oh. Scheiße. Der ist tot. Ai, 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 ai. Was sind denn das für Kerle da hinten, ey? Die hauen ja immer ab. Die machen Nebel dahin und dann verschwinden die wieder. Mit ihren roten Augen. Okay. Was war das? Oh! Hab ich hier umgemäht? Ein bisschen Munition. Oh, wieder was von dem Ding. Geil. Oh, oh. Hier kracht doch irgendwas ein. Ich möchte nicht, dass hier was einkracht. Scheiße. Boah, der fällt einfach zu Boden. Hey, da ist der Leiter. Los, Beeilung. Ja, ich will dem seine Munition noch haben. Scheiße, kann ich nicht aufheben. Wahrscheinlich war es Pistole und die habe ich voll. Was ist das denn für einer? Du kranker Motherfucker! Was hat denn der für eine Waffe, ey? Abgesägte Schrotflinte. Komm hoch da. Schneller, Nathan. Mach den Spider-Man. Okay, geil. Geile Schrotflinte. Hier geht's nicht lang. Oh, da kommen wieder die Leuchteraugen. Ah, Kreis. Fuck, 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 fuck. Oh Mann, den einen hab ich doch auch erwischt. Jetzt hauen die wieder ab, die Penner, ey. Was sind das für, was sind das für Lasermänner? Wo ist denn der abgehauen? So, die Karl 7, die hilft mir hier ein bisschen mehr. Katja, Vater, wo sind wir? Am Bahnhof North Edward, los! Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh! Das war's für dich. Das haben die anderen auch schon gesagt. Mein freundiger Freund! Haust du ab? Was ist mit dir? Der läuft, der haut ab. Ja, knall ab! Alter, das überlebt er. Okay, da hinten verteilen die sich. Kacke. Kommt bestimmt von hinten jetzt. Was ihr sage dazu? So, kurz die Nase kratzen. Oh, es juckt, es juckt. So, und jetzt einmal hier hoch. Munition voll. Eieieiei. Wow. Ne, die abgesägte Schrotflinte lasse ich mal wieder liegen. Jetzt kommen bestimmt die Leute die Treppe runter. Wir kommen aus dem alten Bahnhof North Edward. Keine Zeit für Erklärung. Kann es sein, dass sie alle gleich aussehen? Die haben doch Uniformen an. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. Oh, fuck, 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 fuck. Ich treff den nicht. Der läuft einfach dahin, der... Ist der verrückt? Ja, hau ihn in die Fresse! Sehr schön, umgeboxt. Boxen kann der Kerl gut. Ah. Munition! Nix Munition? Ich hab nur noch 3 Schuss. Wohin? Was liegt denn da? Ja, scheiße, und jetzt? Scheiße, scheiße, ich hab den Ratten. Halt das Schloss! Jetzt halt doch mal den Kopf still! Weil hier kommt keiner mehr hoch.
Ich nehme mir wieder ein bisschen... Oh, fuck, da kommen die Lasermänner. Was ist denn mit dem Schloss? Zurück. Mach die Scheiße auf, ich verteidige hier. Noch ein Schuss. Hat nicht gereicht. Okay, der hat gereicht. Was ist denn hier? Aha. Oh, Chloe. Ach, herrje, Tür zu. Tschüss. Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? 007. Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee. Einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat. Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khali-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außen rum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur 2 mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr 2 geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's. Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was?
Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Na los. Ja. Ist nicht weit? Gut, ist nicht weit, hat er gesagt. Wir sind in Frankreich, genau gesagt im Osten von Frankreich. Und wir suchen jetzt dieses Zeichen an dieser komischen Burg oder was das war. Und da bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Im schönen Frankreich. Frankreich. Ja, dann danke und stay beim, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.